Freunde, heute möchte ich über Willi sprechen. Das ist Willi. Nee, natürlich ist das nicht Willi. Ihr kennt Willi. Das ist meine Springspinne, meine White Bahamas Philippus Regius. Und da hat sich die letzten Wochen etwas entwickelt, wo ich gehofft habe, dass es nicht passiert. Und zwar frisst Willi nicht mehr. Willi hat das letzte Mal vor über einem Monat gefressen. Er ist bereits adult. Ich habe ihn gekriegt im September mit Fresshaut 2 bis 3. Ich nehme mal an 3, weil er sich während der Reise gehäutet hat. Und sollte jetzt eigentlich in der letzten Fresshaut sein. Er macht auch sein Spermanetz, wie es natürlich für adulte Tiere normal ist. Aber er hat überhaupt kein Interesse mehr am Fressen. Und ich habe mich da ziemlich viel informiert, schon vor einiger Zeit. Wer das letzte Video gesehen hat, im Dezember, glaube ich, war das, hat er gesehen, dass ich ihn rausgenommen habe zum Füttern, was ich ja immer noch versuche. Da habe ich schon gesagt, er frisst nicht mehr richtig. Und ich habe in Erfahrung gebracht, dass das bei Springspinnenmännchen sozusagen dann die letzte Phase ist. Sozusagen der letzte Zyklus, den sie einleiten. Wie gesagt, ich habe Anfang September habe ich Willi gekriegt. Das heißt, er müsste irgendwann Juli, Ende Juli, Anfang August bis Mitte August geboren sein. Das heißt, er hat schon seine 6-7 Monate hinter sich. Und in einem Video habe ich schon mal gesagt, dass er das Männchen so ein bis maximal eineinhalb Jahre hinkriegen. Worauf ich eigentlich zum Sprechen kommen will, ich habe in Erfahrung gebracht, dass es bei den Philippus-Spinnen vorkommen kann, dass das Männchen nach der Adulthäutung noch einmal frisst bis zweimal und dann das Essen verweigert. Bis es halt dann, ja dann sagen wir, wie es ist, halt zu Ende geht mit dem Männchen. Und ich nehme mal stark an, dass das bei Willi der Fall ist. Keine Sorge, Willi ist immer noch quietschfidel. Ich merke zwar mittlerweile, dass er von Tag zu Tag ein bisschen weniger aktiv ist, immer mehr sich zurückzieht und schläft. Ich biete ihm natürlich weiterhin Fressen an. Er hat letzte Woche sich eine Fliege geschnappt, die aber nach 2 Minuten wieder fallen gelassen. Ich weiß nicht, hat er versucht zum Fressen oder hat er vielleicht sogar ein Stück gefressen, aber ich gehe mal davon aus, dass das eher nicht der Fall ist. Und bei Willi ist ein ganz besonderes Tier. Mit Willi habe ich sozusagen meine Liebe zur Terroristik wiedergefunden. Viele wissen ja von den vorigen Videos, ich war ja schon mal in der Terroristik unterwegs mit allen möglichen Tieren, auch mit Spinnen. Und Willi ist sozusagen der Auslöser, wo ich heute mit der Terroristik wieder stehe. Jetzt nach einem knappen halben Jahr habe ich ja meine Heimspinnen ja auf knapp 30 Stück ja wieder erhöht. Und wer kann sich nicht erinnern, ganz am Anfang, wie wir Willi gekriegt haben, war er nicht größer als ein Stecknadelkopf. Wir haben ihn mit Fliegen gefüttert und das fand ich so herzig und ich bin so froh, dass ich wieder in die Terroristik zurückgefunden habe. Und möchte ich jetzt auch weiterhin wieder beibehalten. Wie gesagt, Willi haben wir zum Verdanken, dass es die ganzen Videos, die in den letzten Monaten kamen, überhaupt existieren. Ich hoffe zwar immer noch, dass ich im März auf der Terroristikmesse in Wien ein Weibchen bekomme, weil ich ja vorhatte, Willi oder die White Bahamas weiter zum Züchten. Ich nehme mal an, Willi wird es bis dahin sicher nicht noch durchhalten. Aber man muss jetzt dann doch schon damit rechnen, dass Willi, wenn er jetzt nicht demnächst mal was frisst, in den nächsten Wochen nicht mehr lange hat. Er ist ausgewachsen, er ist
quasi schon im letzten Zyklus. Wäre traurig, wenn ich kein Weibchen bekomme. Ich habe es in mehreren Quellen wirklich versucht, aber einfach momentan kein adultes Weibchen zum Kriegen. Ich könnte natürlich mir Jungtiere bestellen, aber bis ich die dann so weit in die Höhe gezogen habe, dass ich Willi weiterzüchten kann, ich glaube, das wird Willi nicht schaffen. Nichtsdestotrotz, wisst ihr ja, er ist der Liebling von diesem Kanal, Willi, und ich versuche natürlich weiterhin ihm es gut gehen zu lassen, weiter versuchen, ihm Fressen anzubieten. Aber wie gesagt, Leute, es kann jetzt wahrscheinlich passieren, dass in den nächsten Wochen ein Video kommt, wo ich sage, okay, mit Willi, ja, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr mir die Daumen drückt, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich freuen, da sehe ich, dass ihr mir hier so ein bisschen die Daumen hält, dass das mit Willi noch so lange wie möglich funktioniert. Und wir hören uns beim nächsten Update. Also, Leute, Daumen drücken. Ciao, ciao.